Akrobaten, Jongleure, Live-Musik, Komiker, Bauchredner und vor allem eins, viel Action. Der Zirkus Flickflack ist wieder on Tour. Mit der neuen Show Höchststrafe begeisterten die talentierten Künstler das Publikum bei der Premiere in Frankfurt. Ausverkauft. Und das mit Recht. Eine Show der Extraklasse. Es hat an nichts gefehlt. Nicht nur die atemberaubenden Künstler brachten jeden zum Staunen. Bühnenbild, Choreografien und Musik. Alles stimmte. Die Darsteller waren auch zufrieden. Markus, wir werden gefilmt. Hallo, wir werden gefilmt. Ja. So, ich fand ihn wir haben uns besten, heute in Frankfurt kennengelernt. Ich habe heute aufgetreten, habe ich gesagt, haben wir eingeladen, habe gesagt, komm mal dahin. Also ich bin DJ auf Mallorca und er hat gesagt, oh, das ist aber geil. Und so wir haben Freund, beide gesagt, so einen Freund möchte ich gerne haben. Und wir haben beide überlegt, wir sind Schwätzer, aber haben gemerkt, wir sind keine Schwätzer. Ja, und wir trinken halt viel. Ja. Und deswegen haben wir gesagt, wir saufen heute Abend hier zusammen. Ja. Dass ihr jetzt auftritt wirklich. Ja. Das war ein Skandal. Und jetzt braucht ihr keine anderen mehr filmen, weil das reicht. Es ist geil. Kommt zu Flickflack. Super geil. Super geil. Also auf jeden Fall, Flickflack ist der Hammer und wenn der Markus dabei ist, der Oberhammer. Also mit Mütze natürlich. Hier, Mütze. Dass ich jetzt wirklich bin, das ist meine Originalmütze. Ja. Es war große Nervosität vorher. Wir waren spät mit allem, wie immer bei einer Premiere. Und im letzten Moment wurde noch hier und da geputzt und alles perfekt gemacht, aber im Endeffekt war alles gut und die Show lief fast perfekt, also ne, man darf nie perfekt sagen und wir sind zufrieden und das Publikum war mega geil, es hat super Spaß gemacht. Nicht zwei oder vier oder sechs, nein, 9 Motorräder in einer Kugel. Man meint, es kann nicht mehr getoppt werden und dann legen sie noch einen drauf. Nicht mehr in der Stahlkugel, sondern durch das Publikum sprangen die Motorräder mit abgefahrenen Stunts über die Kugel drüber. Also ich fand die Motorräder sehr cool. Überragend. Also die Acts, vor allem am Ende mit den Motorrädern, grandioses Ende. Es war eine Riesenshow, es gab viele Überraschungsmomente. Man geht mit einer gewissen Erwartungshaltung hierher und man wird total geflasht. Ich kann jedem nur empfehlen, hierher zu gehen. Er wird ein anderes Bild bekommen und Flickflack hat seinen Namen mehr als verdient und der Name Höchststrafe ist zum einen für die Teilnehmer eine Herausforderung, aber ich glaube, die Höchststrafe ist mehr für den Zuschauer, weil die Anspannung, der Lacheffekt, das Wasser im Auge, jedes Mal ein Traum ist. Also ich kann es jedem nur empfehlen und kann jedem nur sagen, kommt hierher. Bis 16. November haben sie noch die Möglichkeit, das hier zu tun und ich kann nur sagen, es lohnt sich wirklich. Ich sage dir ganz ehrlich, ich finde es toll. Ein Zirkus ohne Tiere funktioniert genauso, wobei streng genommen waren das ja Tiere in dem Käfig. 10 Motorradfahrer, wirklich eine tolle Show. Action, Spaß und ich kann es so jedem empfehlen, den ich kenne, kommt vorbei zum Zirkus Flickflack. Das ist Können. Ob Gelenkigkeit, Kraft, Geschicklichkeit oder enorme Konzentration. Die Darsteller gehen an ihre Grenzen. Doch man sieht jedem einzelnen von ihnen die Leidenschaft an. Den Spaß, die Leute mitzureißen. Ein Zirkus der anderen Art. Einzigartige Jongleure, Handstandakrobaten, Poledancer, Komiker und natürlich das Markenzeichen des Zirkus, laute Motorräder. Für viele Zuschauer ist klar, das ist einer der besten Shows Deutschlands. Wen jetzt die Neugier gepackt hat, sich die Show selbst einmal anzusehen, hat noch bis zum 16. November die Möglichkeit dazu. Weitere Infos unter www.flickflack.de. Es hat an nichts gefehlt. Nicht nur die atemberaubenden Künstler brachten jeden zum Staunen. Bühnenbild, Choreografien und Musik. Alles stimmte. Die Darsteller waren auch zufrieden. Markus, wir werden gefilmt. Hallo, wir werden gefilmt. Ja. So, ich fand ihn wir haben uns heute in Frankfurt kennengelernt. Ich habe heute aufgetreten, habe ich gesagt, haben wir eingeladen, habe gesagt, komm mal dahin. Also ich bin DJ auf Mallorca und er hat gesagt, oh, das ist aber geil. Und so wir haben Freund, beide gesagt, so einen Freund möchte ich gerne haben. Und wir haben beide überlegt, wir sind Schwätzer, aber haben gemerkt, wir sind keine Schwätzer. Ja, und wir trinken halt viel. Ja. Und das war wunderbar. Und die Show lief fast perfekt, also ne, man darf nie perfekt sagen. Und wir sind zufrieden und das Publikum war mega geil, es hat super Spaß gemacht. Nicht zwei oder vier oder sechs, nein, 9 Motorräder in einer Kugel. Man meint, es kann nicht mehr getoppt werden. Und dann legen sie noch einen drauf. Nicht mehr in der Stahlkugel, sondern durch das Publikum sprangen die Motorräder mit abgefahrenen Stunts über die Kugel drüber. Also ich fand die Motorräder sehr cool. Überragend. Also die Acts, vor allem am Ende mit den Motorrädern,
Grandioses Ende. Es war eine Riesenshow. Es gab viele Überraschungsmomente. Man geht mit einer gewissen Erwartungshaltung hierher und man wird total geflasht. Ich kann jedem nur empfehlen, hierher zu gehen. Er wird ein anderes Bild bekommen und Flickflack hat seinen Namen mehr als verdient. Und der Name Höchststrafe ist zum einen für die Teilnehmer, ja, eine Herausforderung. Aber ich glaube, die Höchststrafe ist mehr für den Zuschauer, weil die Anspannung, der Lacheffekt, das Wasser im Auge, jedes Mal ein Traum. Also ich kann es jedem nur empfehlen und kann jedem nur sagen, kommt hierher. Bis 16. November haben Sie noch die Möglichkeit, das hier zu tun. Und ich kann nur sagen, es lohnt sich wirklich. Akrobaten, Jongleure, Live-Musik, Komiker, Bauchredner. Und vor allem eins, viel Action. Der Zirkus Flickflack ist wieder on Tour. Mit der neuen Show Höchststrafe begeisterten die talentierten Künstler das Publikum bei der Premiere in Frankfurt. Ausverkauft. Und das mit Recht. Eine Show der Extraklasse. Deswegen haben wir gesagt, wir saufen heute Abend hier zusammen. Ja. Das hier ist auftritt wirklich. Das war ein Skandal. Und jetzt braucht ihr keine anderen mehr filmen, weil das reicht. Es ist geil. Kommt zu Flickflack. Supergeil. Ja. Also auf jeden Fall, Flickflack ist der Hammer und wenn der Markus dabei ist, der Oberhammer. Also mit Mütze natürlich. Hier, mit Mütze, ja. Dass ich jetzt wirklich bin, das ist meine Originalmütze. Ja. Es war große Nervosität vorher. Wir waren spät mit allem, wie immer bei einer Premiere. Und im letzten Moment wurde noch hier und da geputzt und alles perfekt gemacht. Aber im Endeffekt war alles gut. Und